Ja, hallo, wir sind immer noch auf der Spiel 2013 in Essen. Diesmal bei Krimsus Krimskramskiste. Neben mir ist Krimsu. Hallo Krimsu. Hallo. Krimsu hat gerade ein neues Spiel rausgebracht über Startnext, das Labyrinth des Pharao. Ja, Krimsu, erzähl mal, wie ist denn die Startnext-Kampagne gelaufen? Also für uns sehr, sehr gut. Es war zwar sehr spannend, weil wir unsere gewünschte und benötigte Summe erst am allerletzten Tag auch zusammenbekommen haben. Aber so gesehen muss man auch mit Startnext hat alles super geklappt. Also wenn die nächste Idee kommt, ist das auf jeden Fall ein Weg, wo wir das nächste Spiel auch mitmachen würden. Also sehr positiv. Ja, definitiv. Gut, dann erzähl uns doch mal was über das Labyrinth des Pharao. Welche Art von Spiel ist das? Genau, das Labyrinth des Pharao ist ein Plättchen-Legespiel, wo jeder Spieler versuchen muss, mit seinem Satz an Plättchen einen möglichst langen Gang auf seinem Spielbrett zu bilden. So, im Genauen ist es folgendermaßen, dass jeder Spieler sein eigenes Spielfeld hat mit 25 Plättchen und halt 28 Kärtchen, die darauf zu legen sind. Da bleiben natürlich am Schluss dann 3 Stück übrig, was dann auch die Spannung am Schluss ein bisschen erhöht. Ablauf des Spiels ist dann auch ganz einfach. Wir haben 28 Karten und immer in einer Runde wird eine Karte aufgedrückt und die Nummer der Karte bestimmt dann, welches Plättchen jeder Spieler auf seinem Spielbrett ablegen muss. Er hat dabei die Auswahl, jedes freie Feld zu nehmen und er kann auch, wie jetzt hier zum Beispiel bei der 6, auch die Ausrichtung des Plättchens frei bestimmen. So. Ziel des Spiels ist es dann halt, mit dieser Auslage der Plättchen einen möglichst langen Gang durch die ganze Pyramide zu ziehen. Nächste Besonderheit des Spiels ist, dass die Spieler nach dem dritten gelegten Plättchen mit ihrem Schatzsucher bestimmen müssen, wo sie in die Pyramide reingehen wollen. Es gibt da 6 Eingänge zur Verfügung und die Entscheidung muss also nach dem dritten gelegten Plättchen getroffen werden. Wenn von dem Eingang, den man auswählt, schon einen Gang reinführt, geht man den natürlich dann auch schon direkt weiter. Das Spiel geht dann so lange, bis alle 25 Felder mit Plättchen belegt sind. Und dann zählt jedes Viertelfeld eines Gangplättchens, das im Gang verbaut worden ist, mit einem Siegpunkt. So, das ist das eine Element, das zu Siegpunkten führt. Also möglichst einen langen Gang durch die ganze Pyramide zu führen. So. Das zweite Element ist das Platzieren der Schätze. Jeder Spieler hat 12 Schätze mit 1, 2 und 3 Wertigkeit. Man darf aber auch erst nur die minderwertigeren mit einem Punkt legen, dann ist die grünen mit 2 Punkten, dann ist die mit 3. Und ein Schatz darf immer auf jedem gerade gelegten Plättchen gelegt werden, wo sich ein Skarabäus befindet. Und da es auch Plättchen gibt mit mehreren Skarabäen, dürfen da dann auch auf jedem Skarabäus immer ein Schatz gelegt werden. So, wie das hier jetzt der Fall ist. Damit diese Schätze am Schluss aber auch gewertet werden, muss man noch 2 Bedingungen erfüllen. Die erste ist, dieser Schatz in diesem Viertel eines Gangplättchens mit dem Skarabäus drauf, nennen wir kleine Schatzkammer. Diese muss mit wenigstens einer Mauerseite an dem Gang des Schatzsuchers angrenzen. Das heißt, die Grundregel heißt, Schätze im Gang sind gar nichts wert. Schätze sind nur am Gang was wert. Der Schatzsucher wiederum ist im Gang, logischerweise. So. Das ist die eine Bedingung. Die zweite Bedingung ist, dass diese kleine Schatzkammer, das Viertel des Plättchens, dann noch bis zum Ende des Spiels von komplett 4 Mauern, ja, das ist jetzt kein gutes Plättchen dafür, aber nehmen wir das, komplett von 4 Mauern eingerahmt werden muss, damit es gewertet wird. Wenn das erfüllt ist, wird dieser Schatz in diesem Fall mit einem Siegpunkt am Schluss gewertet. Am Schluss zählt man die Siegpunkte durch den Gang plus die Siegpunkte der zu wertenden Schätze zusammen und wer dieses am besten erfüllt hat, hat am Ende das Spiel gewonnen. Ja, dann danke für die Erklärung und ich wünsche dir sehr viel Erfolg damit. Dankeschön.